Dann sollten wir jetzt aber ihm diese Nervosität versuchen, ein wenig zu nehmen durch einen krassen Applaus. Ja. Gib bitte einen 12-Punkte-Applaus für David Neite! Da bin ich. Hier stehe ich jetzt endlich und darf das Ganze hinter mich bringen. Ich freue mich sehr. Flori, ich fühle übrigens mit dir, bei McDonald's habe ich auch mal gearbeitet. Drei Tage. Das war eine krasse Erfahrung und darüber habe ich jetzt nicht meinen Text geschrieben. Man sieht, wie ich zitter, das ist sehr toll. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, worüber könntest du denn einen Text schreiben? Und ich habe mir gedacht, mir fällt nichts ein. Und darüber habe ich einen Text geschrieben, das ist sehr kreativ, das haben gestern auch schon zwei, drei Leute gemacht, aber ich dachte mir, jetzt bist du zu faul, nochmal einen neuen zu schreiben. Aber 9 Punkte sollten schon drin sein, ganz ehrlich. Der Text heißt Misslungener Versuch eines innovativen Texts. Und der geht so. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, Boys and Girls, Aldoria Eikafora, das war elbisch. Es folgt eine Geschichte von Mut und Ehre, von verlorenem und hart wiedererkämpftem Stolz, von einem kleinen Jungen mit großen Träumen und von der Unsterblichkeit höchst selbst. Wenn nicht wirklicher Unsterblichkeit, so doch lernen in Geschichtsbüchern. Nicht wirklich. Vielmehr versuche ich ums Verrecken, diesen Text hier ohne Inhalt gar sinnlos zu strecken. Ein Kunstwerk wollte ich schaffen, doch es gleich Apfelmus. Irgendwie ganz lecker, aber ein Hauptgericht ist es nicht, vielmehr ein Zerstuss. Ich wollte euch erzählen von den schlimmen, erdrückenden Momenten des Alltags. Du weißt schon, wenn du verlegen bist und was Falsches sagst, wenn du dich schämst in Grund und Boden und dich letztlich fragst, warum habe ich überhaupt einen Hoden? Eine Frau finde ich so jedenfalls nicht, keine zumindest, die man durch ein schiefes Grinsen oder ein profanes Na öfter hielt. Schlicht. All das würde mich noch kalt lassen, wären da nicht so viele Momente, die mich dazu bringen, diese Welt zu hassen, beim Bäcker zu stehen, die Vorlesung in 15 Minuten, doch die ältere Dame vor dir weigert sich zu gehen, sorgfältig weckt sie ab, was kann ich noch kaufen und wird das Geld dann zu knapp? Tja, genau von solchen Dingen wollte ich berichten, doch da bekam ich ein Problem, Schluss, aus, Ende, vorbei, war es mit meinen Ideen, ich suchte Reime, doch fand keine, das war falsch, ich suchte Beispiele, doch fand keine, geschweige denn gute Reime, aber was soll's? Niemand kann mich dazu zwingen zu reimen. Ich reime und reime nicht, je nachdem, wie es mir gerade passt. Und das hat sich gerade nicht gereimt und das wollte ich genauso. Basta. Also was genau sollte ich sonst tun? Es hat doch schließlich alles schon gegeben. Niederschmetternde, erdrückende Texte über das Leben, Vorträge so abstoßend und ekelig, du möchtest dich am liebsten übergeben. Alles probierte ich, doch es funktionierte nicht. Philosophisch, leicht depressiv versuchte ich mich, doch das ist schwer. Schwer wie das pure, erbarmungslose Sein. Ihr kennt das, man schleppt sich von Tag zu Tag, doch fühlt sich schwer wie ein Stein. Sterben ist hart, doch Leben ist härter. Hört doch endlich alle auf, euch so unkontrolliert zu vermehren. Oh, wie gerne würde ich dem Leben jetzt und hier den Rücken kehren. Doch wie viel könnte ich damit zerstören, würden das Freunde oder Verwandte hören? Nein, es kommt nicht in Frage. Ich denke, das könnt ihr verstehen. Außerdem war das alles gelogen, ich will gar nicht gehen. Das genaue Gegenteil also. Genießt jeden Tag, sei glücklich, dankbar und froh. Das Leben ist schön, es ist ein Geschenk, drum behandelt es so. Gott selbst hat es uns gegeben, also seid frei und lebt euer Leben. Nein, auch das halte ich für unangebracht. Keineswegs ist immer alles schön und bunt und wer das Gegenteil behauptet, der redet schund. Doch zurück zum Anfangspunkt. Mein Problem ist noch immer da. Meine Finger sind vom Schreiben schon regelrecht wund und noch immer sind die Ideen rar. Ach, wisst ihr was, ich belasse es dabei, ob es euch gefällt oder nicht. Ihr seid doch eh schon alle dicht. Ich dachte, ich komme später dran dazu. Ich erzähle euch einfach genau das hier, verkaufe es euch als hart erarbeiteten Text, nehme mir gleich einfach ein Bier und voilà, der Auftritt ist vorbei. Es tut mir leid, doch es war meine Pflicht. Aber sämtliche Scham fällt gleich von mir ab, denn damit auch ich dicht. Danke. Ihr seid zum zweiten Mal dran mit einer Wertung und ihr seid immer noch total gut drauf, das finde ich total klasse. Das liegt natürlich an den tollen Texten, die ihr gehört habt. Keine Frage. Und ich bin sehr gespannt, was ihr jetzt für eine Wertung im Köcher habt für den David. Auf 3, 1, 2. Was, wie? Wir bestimmen, wann ihr fertig seid. 1, 2 und 3. Ja, es gibt
noch. Leichte Unschuldigkeit. Und lass dich vor allen Dingen, lass dich von den Mädels nicht immer so bequatschen, ne? Das ist ganz. Ey, du musst bequatschen. Das diskutieren wir gleich öffentlich. Das diskutieren wir gleich hier. Wir machen das als Feature vor der zweiten Runde. Machen wir eine kleine gruppendynamische Diskussion, wie das denn mit euch und der Wertung eigentlich so aussieht. Ist das okay für euch? Gut. Also die Wertung, die holen wir mal ein. Das ist auf jeden Fall schon mal klasse gewesen. Eure Wertung fliegt raus. Ihr habt 8 Punkte gegeben. Ist ja eine gute Wertung, aber trotzdem fliegt sie raus, denn ich sehe eine 9. Man kann das alles kommentieren, wenn ihr möchtet. Das geht total. Ich sehe noch eine 9. Eine 10. Die erste 10 des Abends war das, meine Damen und Herren. Und von der harten Fanbase da hinten gibt es auch noch eine 10. Die wird gestrichen. Es verbleibt 2 9 und eine 10. Und das sind 28 Punkte für David.